Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Ich möchte hier am Anfang dieses Videos darauf hinweisen, dass es ein sehr einfaches Beispiel ist, das wir euch als Aufgabe gestellt haben. Und schaut euch bitte wirklich die Aufgabe zuerst selber an und versucht selber. Denn wenn ihr das andere Video, das Demo-Video angeschaut habt, dann soll diese Aufgabe wirklich von euch selber lösbar sein. Also alle, die jetzt weiterschauen, haben die Aufgabe hoffentlich selber schon versucht. Nun, wie fängt man so eine Induktionsaufgabe an? Hier steht, wir sollen zeigen, dass n Quadrat das n gerade ist. Wir müssen natürlich mit dem Induktionsanfang beginnen. Induktionsanfang heißt einfach, wir setzen eine Zahl für ein, möglichst klein, in unserem Fall n gleich 1. Also Induktionsanfang. N gleich 1, naja, 1 ins Quadrat plus 1, das ist 2. Und 2 ist natürlich gerade. Gut, gehen wir zum Induktionsschritt. Im Induktionsschritt, der fängt an mit der Induktionsannahme. Und die lautet einfach, angenommen, dass es einfach für ein beliebiges, aber festes n gilt. Also für ein beliebiges, aber festes n, das ist eine beliebige Zahl, die aber dann im Laufe nicht mehr geändert wird, soll es gelten. Dann gibt also n Quadrat plus n ist gerade. Dann kommen wir zu der Induktionsbehauptung. Die Behauptung sagt, wenn die Annahme gilt, dann gilt es auch für n plus 1. Also gilt für auch für n plus 1. Nun einfach das hier oben jetzt mit n plus 1 formuliert. Also aus n wird n plus 1, also n plus 1 ins Quadrat plus n plus 1 ist gerade. Das ist eine Behauptung. Diese Behauptung sollten wir jetzt einfach beweisen. Das heißt, der nächste Schritt ist der Beweis. Also schreiben wir das einfach mal auf. N plus 1 Quadrat plus n plus 1, das soll gerade sein. Was fällt uns auf, wenn wir das hier anschauen? Eine binomische Formel, wir setzen es einfach mal ein. Also n Quadrat plus 2n plus 1 plus dieses n plus 1. Das können wir zusammenfassen, n Quadrat plus 3n plus 2. Da erkennen wir nicht unbedingt sofort, dass es gerade ist. Wir können aber etwas machen. Wir wissen ja, dass wir im Induktionsbeweis immer auch irgendwie die Induktionsannahme einbauen müssen. Das heißt, wenn man das nicht auf Anhieb sieht, guckt man sich die Annahme an und überlegt, ob man die hier einbauen kann. Naja, in unserem Fall schauen wir einfach mal, dass wir diese Induktionsannahme gesondert aufschreiben. Dann bleibt hier noch plus 2n plus 2. Also das ist genau das gleiche wie da oben. Wir wissen aber jetzt, das hier, das ist gerade nach der Induktionsannahme. Nach der Induktionsannahme. So, naja, 2 mal n, irgendeine Zahl mal 2 ist auf jeden Fall gerade. Denn gerade heißt nichts anderes, als dass man es durch 2 teilen kann. Das ist mit dem Term auf jeden Fall der Fall. Und da hinten auch. Das ist als beides gerade. Nun, somit, wenn alles gerade ist, wie das aufgeht, bleibt natürlich auch alles gerade. Also, alles gerade. Wir haben den Beweis abgeschlossen. Was ich jetzt sehr gut sehen könnte, die Struktur einer Induktion ist immer gleich. Wir fangen an mit dem Induktionsanfang, dann der Induktionsschritt und der hat immer diese drei Elemente, Annahme, Behauptung und der Beweis. Immer nach diesem Schema vorgehen und es kann euch nicht viel passieren. Nun als kleines Gimmick am Ende, das wäre hier auch anders gegangen. Ich möchte es euch nur kurz demonstrieren, ihr müsst es nicht unbedingt verstehen, aber schaut euch das mal an, wir haben hier n Quadrat
plus n. Das könnte man umschreiben auf n mal n plus 1. Ich habe einfach ein n ausmultipliziert. So, jetzt machen wir eine Fallunterscheidung und sagen, im ersten Fall sei n gerade. Naja, was passiert, wenn n gerade ist, haben wir hier gerade Zahl mal ungerade Zahl. N plus 1 ist in dem Fall eine ungerade. Naja, eine gerade Zahl mal eine ungerade Zahl ist wieder eine gerade Zahl. Also würde es gehen. Der zweite Schritt, naja, n sei nun ungerade. Naja, wenn n ungerade ist, ist n plus 1 gerade. Das heißt, ungerade Zahl mal gerade Zahl, das gleiche Spielchen, es wäre wieder eine gerade Zahl. Nun, da jede natürliche Zahl gerade oder ungerade sein muss, haben wir eigentlich alle Fälle auch mit dieser kleinen Sache hier abgehandelt und der Beweis wäre auch hier abgeschlossen. Aber wäre keine vollständige Induktion. Es zeigt euch nur, es gibt auch andere Wege. Aber wenn ihr eine Induktion machen sollt, führt sie lieber auch direkt durch. Schaut, wenn ihr noch weitere Beispiele sehen wollt, auf www.nurelle.de vorbei und versucht weitere Aufgaben.